Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Drin, ne? Wir müssen Munition kaufen und so weiter. Das ist nicht schon mal. So. Bionalo hat ja alles auf dieses eine Teil umgebaut. Auf den einen Schuppen, den ich erstellt habe. Und jetzt habe ich aber eine Scheune gebaut. Ich weiß ja nicht, wann wir die aktivieren. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Schimmer. Aber wir bringen erstmal die Sau ins Trau daheim. Genau. Oh, diesmal rennt die nicht raus. Dann wollen wir mal das hier das ist bestimmt schon was leer, wusste ich doch. Leonardo hängt, dreht mir mal Kopf um, wenn ich den hier auch sterben lasse, also. Das kann ich ja nicht machen. Jetzt einmal tanken fahren, die Sau haben wir. Obwohl, ich werde jetzt erstmal schnell. So. Mann, sind die Viecher schnell. Keine Munition. Komm. Komm. Meine Fresse, ey. Gut. Und jetzt ist noch mal tot. Habt ihr gesehen, ich bin voll rübergerollt. Hab die Handbremse angelegt. Ja, los. Oh. Eine selbstreinigende Straße. Dann bevor ich das Fleisch verkaufe, ich fahre noch mal hin zu den Bären. Vielleicht kriege ich ja noch ein oder zwei Bären. Ich glaube zwar nicht. Wie fahre ich denn? So, es sind nur noch Baumstämme von mir. Boah, ich fahre wie so ein Besoffener. Na, kommt da ran? Ne, ich habe jetzt keine Zeit für diese Viecher. Ich gehe zum Bären, die lohnt sich mehr. Und danach fahre ich zu diesem Dings hier. Wird vielleicht heute nicht im Angebot sein, weil ich glaube, ich bin immer noch in den Tag der Eier. Aber lass mich raten, jetzt wo die Wildschweine, die Wildfleischaktion vorbei ist, sind ja wahrscheinlich unzählige Bären. Ich tropfe hier ohne Ende. Was mache ich denn hier? Ich mache da ja nicht. Nö. Auch keine Bären. Ich glaube, ich muss noch ein paar Tage Ruhe lassen. Und dann kann ich, die wieder jagen. Okay, dann verkaufe ich erstmal das, was ich habe. Dann gehe ich erstmal tanken. Munition werde ich schon sehen, wenn ich sie brauche. Boah,
Meine Güte. Lecco mio. Meyers TV, der Tropfende. Müsst ihr euch so einen alten, dicken Mann hier vorstellen, der vor Schweiß noch so trieft. Gut. Ja, Wildfleisch ist wie gesagt nicht mit dabei. Hähnchenfleisch. Lecker. Ist egal. 180 ist nicht der Burner, aber. Zumindest kriegt man den Tank voll. Alle beide Tanks. Ne, ich habe jetzt keine Zeit. Ich will langsam ausschalten hier, weil auch ich bin müde. Gut, mit ein paar Pfefferminzlikören und ein Energy Drink macht, ja, kann man die Nacht durchmachen. Das ist der Laden hier? Ehrlich? Das war, ist wohl eine kleine Idee, weil ich glaube, ich muss ja sowieso gleich noch Munition kaufen. Äh, 40, 80, 120. Von dem Geld kriegen wir dann auf jeden Fall. So, haben wir noch 75. Einmal Weizen definitiv. Haben wir noch 45. Für 45 können wir tanken gehen. Und so und so und für die Tiere einmal und einmal tanken. Erstmal das Auto und dann der Kanister. Nee. Es meldet sich noch die GEMA bei mir. Keine Lust drauf. Monetisierung ist sowieso bei YouTube scheiße geil, ich verdiene eh keinen Cent über YouTube. Ich mache das hier freiwillig aus Spaß, Lust, Laune, Fun und Schokolade. Gut, ich muss da lang. Und dann ab nach Hause. Da haben wir eigentlich vieles erreicht. Das Haus ist fertig. Ich habe eine Sau gekauft. Ich habe Getreide geschafft und ich konnte noch ein bisschen jagen. Zu einem guten, ja, zu einer guten Kondition. Sonst hätte ich gut die Sau nicht kaufen können. Okay. Erstmal hier. Machen wir uns mal pleite. Okay, dann einmal hier. Und ja. Okay, der ist aber dann nicht ganz voll, oder? Nee, aber das Auto ist ganz voll. Ja, wir sind schon mehr breiter. Also ich bewege mich hier immer am Grat des Abgrunds, des finanziellen Ruins. So, die nächste Wohnung, das Arbeitszimmer wird definitiv nicht so warm wie hier. Uiuiui. Das war mal ein GTA-Style. Mit den Knutscher für die Blanke. So. Ab nach Hause. Und jetzt schlafe ich endlich mal wieder im richtigen Bett. Aber erstmal die Tiere versorgen und so weiter. Der Kanister muss herein. Ich mache das Spiel gleich mal wieder für den nächsten Tag fertig.
Weil jetzt heißt es wirklich, die Sau versorgen und aus der Sau so viel Geld zu machen, dass man dann zwei Säue verkaufen kann. Aus zwei Säulen kann man dann vier Säue kaufen und so weiter. Also Multiplikation pur. Okay. Die eine Sau habe ich ja drauf gehen lassen. Du bleibst da. Einparken kann ich auch nicht. Obwohl, warte mal. Ich parke jetzt mal alle Autos hier ein. Das sieht ja katastrophal aus. Oh, der ist ja vollgetankt. Bei dem muss man echt vorsichtig sein, wie man fährt. So. Es sieht da scheiße vor. Ich drück ja schon hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich drück und drück und drück und der macht nicht richtig. So. Materialsachen kommen dahin. Genau. So, jetzt kann ich den nehmen hier. Mache ich mal an hier. So. Oh shit. Ja, man muss ja wirklich sehr vorsichtig sein mit dem Fahren. Mache ich mal aus. Und ja. Und ja, jetzt kann ich erstmal so schön beladen hier. Der Tank, der kann dann ja auch hier so in die Ecke. Und jetzt wird das mal wieder Millimeterarbeit angesagt hier. Es müssen ja quasi vier nebeneinander. Super. Damit das wirklich dann für, wenn Bionade wieder da ist, mitspielt. Boah, jetzt muss ich meine Hand ein bisschen ausschütteln. Das geht echt auf die Hände. Perfekt. Schöner kann man es echt nicht machen. Da ist die Werkbank. Hier sind die Autos drin, das Material. Was will man mehr? Wir könnten noch ein paar Baumstämme holen und die hier hinten lagern, aber muss das sein? Nö. Jetzt mache ich mal die Schotten zu hier, damit auch kein Einbrechen kommt oder Einbruch kommt. Einbruch, genau. Da ist der Bruch. Und jetzt geht's ins Bettchen. Jetzt gehen wir mal ins andere Bett. Hier. Machen wir mal zu, bevor noch der Bär gute Nacht sagt. Und jetzt legen wir uns mal schlafen. Gute Nacht. Hier erstickt er komischerweise nicht im Kissen. Okay. Ich muss sagen, wirklich schönes Zimmer hier. Kann man nicht meckern. Schminktisch für den Typen. Ein rosa. Ich glaube, dass der ist ein bisschen. Na, ihr wisst schon. Der schwimmt gerne in andere Ufer. So. Schreibt die fürs Kind. Da haben die Männer das Kind bekommen. So.
Hier ist so der Spielraum, Fernsehraum meine ich. Hier ist so die Rentnerecke, wo die sich erstmal alte Kriegsgeschichten erzählen. Die olle Küche. Und wenn jemand nicht gehorcht, wird er hier aufgehangen und verkauft. So. Ja, das war's mit Range Simulator. Erstmal. Bis zur nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Bye bye.